Auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern haben sich die zahlreichen Sportlerinnen und Sportler beim diesjährigen Jedermann-Abfahrtslauf auf der Riesalm wirklich bis aufs Letzte verausgabt. Doch zuvor haben sich die rund 80 Teilnehmer in der Klasse Masters punktgenau auf dieses Rennen, das auch zu dem steirischen Atomic Gigasport Mastercup zählt, vorbereitet. Intensives Abfahrtstraining die letzten zwei Wochen. Ich werde ihm einen Haarspray raufschmieren und mir den richtigen Spray. Das ist die einzige Chance, dass ich den da birg. Na, wir haben natürlich Geheimwachs mit und ich hoffe, wenn ich es brav arbeite, dass er mir dann auch noch was sponsert davon. Vollgas, tiefe Hocke bis zum Schluss. Punkt 10 hieß es dann, auf die Ski, fertig, los. 14 Tore bis zum heiß begehrten Ziel hatte es zu bewältigen gegeben und das auf einer perfekt präparierten Strecke. Ja, ganz wunderbare Bedingungen. Wenn man schaut, ich bin jetzt sehr locker gekleidet, weil einfach die Temperaturen optimal sind, schon fast ein bisschen Frühlingsskilauf und die Strecken sind so in sehr gutem Zustand. Gell? Also ich muss sagen, ich möchte am liebsten jetzt selber aufhören Skifahren gehen. Es ist einfach ein Traum. Und für diese Woche, muss ich sagen, können sich die Kinder alle freuen. Die Bedingungen sind einzigartig gut. Und diese Euphorie für diesen Abfahrtslauf ist fast so ähnlich wie Schladming Nachtslalom. Wir haben da massenhaft Zuschauer schon da und die wollen das einfach sehen. Und alle freuen sich immer auf diesen Abfahrtslauf, das Event des Jahres. Viele Teilnehmer haben für dieses Rennen auf der Riesalm auch längere Anreisen auf sich genommen. Wie zum Beispiel aus Deutschlandsberg, Maria Schutz oder auch Rottenmann. Aber abschließend kann man sagen, dass jeder der Sportler an diesem Tag wirklich enormen sportlichen Ehrgeiz und Biss gezeigt hat.